Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Pasta-Zeit bei Oh My Italy und nicht, dass man irgendwie denken könnte oder würde, das wäre irgendwie mein Leibgericht, ist es aber auch und heute machen wir was richtig Leckeres und richtig Einfaches. Wir machen eine Pasta mit einer Auberginensoße, einer roten Soße und ich kann euch garantieren, es wird richtig gut. Dazu natürlich für den Koch ein Glas Rotwein, denn wir machen hier Oh My Italy und nicht Oh My Spießigkeit, also Salute. Es wird richtig gut. Wir brauchen echt nicht viel, nur Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, natürlich die Aubergine, die die Kernessenz unserer Soße ist, Pomodori pelati und eine Nudel eurer Wahl. Ich liebe Rigatoni dafür. Eine meiner absoluten Lieblingsnudeln und ich würde sagen, let's the show begin, oder Leonardo? So, anfangen werde ich mit der Zwiebel. Entschälen. Gibt es das Wort, Leonardo? Jetzt ja. Du bist doch auch so ein Sprachgenie. Also entschält ihr als erstes die Zwiebel, schneidet sie natürlich in kleine Würfel, passt dabei ein bisschen auf eure Finger auf. Gasherd an, falls ihr euch fragt, was hier so dampft. Das ist das Nudelwasser, was ich gleich nutze. Das lasse ich jetzt natürlich gerade schon mal kochen, damit es alles schneller geht, ne? Damit wir hier mit dem Video schneller durch sind, damit ich euch nicht die ganze Zeit voll quatschen muss und wir echt richtig schnell zu den guten Sachen kommen. Zwiebel haben wir präpariert. Jetzt machen wir uns an den Knobi. Ich schneide das Zeug meistens einmal in der Mitte kurz durch und dann machen wir es hier so ein bisschen fein. Heute machen wir was, wo wir den Knoblauch wirklich bis zum Ende mit durchziehen und dann auch noch essen. So, Öl in die Pfanne. Dazu tue ich hier das Gemüsegedöns einfach in die Pfanne. Und machen uns in der Zwischenzeit schon mal an die Aubergine. Jetzt kommt die Aubergine hier zu unserem Zeug, wo ich dann immer so lange warte, bis es eine ganz leichte Röstung bekommt. Und was kommt als nächstes? Wir bereiten unsere Pomodori pelati vor. Was das halt hier ist, das sind halt hier solche Dosentomaten. Guck mal hier. Die haben halt immer an einer Seite noch den dicken Strunk. Hier. Und den wollen wir nachher nicht mitessen oder im Essen haben. Deshalb entfernen wir den einfach vorher. Zack, die braucht es halt einfach nicht. Jetzt hat auch die Aubergine die richtige Röstung bekommen. Das heißt, ihr guckt jetzt in euer Weinglas, justiert das entsprechend nach, je nachdem wie viel ihr jetzt zum Ablöschen braucht und trinkt das ab. Das ist, glaube ich, eine gute Menge. Und jetzt löscht ihr ab. So, jetzt nach dem Ablöschen warten wir noch so 1-2 Minuten und dann kommen endlich die Tomaten dazu. Und jetzt salzen wir noch großzügig. Und was fehlt noch? Die Nudel. Nicht meine, sondern die hier. So Leute, und ungefähr nach etwas mehr als der Hälfte der Zeit, die die Nudeln brauchen, schöpft ihr dann ungefähr so eine Kelle ab. So, dann haben sie nämlich auch schon ein bisschen Stärke abgegeben und macht es hier in die Soße. Aber schmeckt es halt wirklich die ganze Zeit ab, weil wir haben jetzt hier halt gesalzenes Nudelwasser reingetan. Deshalb, es ist schon jetzt irgendwie eine Salzkomponente drin und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr dann irgendwann versalzen habt, weil das kriegt ihr halt nicht mehr weg. Gerade wenn ich so tomatige Soßen mache, dann ist auch ein bisschen Zucker als Gegenspieler zu dem säurehaltigen auch ganz gut. Das heißt, passt einfach gut in eine rote Soße. Deshalb nehmen wir auch eine Prise Zucker heute. Und natürlich Pfeffer. Ich bin jetzt bereit zum Probieren. Nehme mir eine raus, leg sie zur Seite. Ja, perfekt. Die sind noch schön al dente. Weil die kochen auch hier jetzt noch in der Soße ein bisschen nach. Deshalb geht es jetzt von einem Topf in die nächste Pfanne. Zack, die holt ihr euch direkt am besten mit so einer Schaumkelle rüber. Ein bisschen Nudelwasser kommt und soll auch mit. Erstmal tun wir noch ein bisschen Basilikum dran und dann schwenken wir.
wir jetzt hier noch so ein bisschen an unserem abgerupften Haufen. Das geht schon. Jetzt macht ihr zwei Dinge, beziehungsweise zwei Parmesan-Dinge. Und zwar werdet ihr ein bisschen Parmesan direkt hier zu den Nudeln reiben. Und dann können wir schon anrichten. Und zwar werde ich jetzt die erste Portion anrichten. Mal gucken, für wen. Vielleicht einfach nur für mich, weil ich auch Hunger habe und es gleich einfach selber essen werde. Keine leckere rote Pasta, ohne nachher noch ein bisschen Parmesan drüber zu reiben, ne? Wie sich das gehört. So, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, auch das hat euch gefallen und euch ein bisschen Lust aufs Kochen gemacht. Das wünsche ich mir. Natürlich auch, dass ihr uns einen Daumen nach oben, Feedback aller Art gebt und den Kanal auch super gerne abonniert. Ich freue mich auf die nächste Folge, wieder was Leckeres für euch zu kochen. Bis dahin, Leute. Arrivederci.